Hallo und einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ransrad und ich wurde soeben auf dem Airfield getötet. Und, ja, das Ding ist halt ganz einfach, dass ich jetzt, wie soll ich das sagen? Also ich bin nicht sauer, dass mich jemand, gekillt hat. Ich bin eigentlich eher sauer, dass jemand meine Waffe benutzt und das möchte ich einfach nicht. Ach ja, und falls ihr euch fragt, warum ich jetzt schon wieder so fett ausgerüstet bin, ich bin als VIP auf diesem Server gelistet. Das hat der Admin als Dankeschön gemacht, aufgrund dessen, dass ich ziemlich viele Spieler auf Moto gebracht habe. Finde ich sehr, sehr cool. Könnt ihr ja mal vorbeischauen auf dem Moto-Server, wenn ihr Bock habt auf PvP, weil darauf ist der Server so ein bisschen ausgelegt. Also ich habe hier auf jeden Fall AS-50 Schüsse wahrgenommen. Allerdings weiß ich nicht, wo der Typ gerade rumgammelt. Deswegen baue ich mal kurz mein Fahrrad auf und guck mal, dass ich so ein bisschen das Airfield umfahre. Um eventuell noch andere Gegner zu spotten. Keine Schüsse, keine Sichtung. Richtig ruhig heute hier. Komischerweise. Aber das ist ja das, was ich euch schon letztens in den anderen Videos gesagt... Oh, da war ein DMR-Schuss oder sowas. Was ich euch schon letztens in den anderen Videos sagen wollte oder gesagt habe. Momentan ist DayZ so ein bisschen... Also ich spiele es natürlich nach wie vor am allerliebsten. Nur renne ich schon seit 2 Tagen hier jeweils immer 3 Stunden rum und nichts passiert. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, ich finde gleich den Typen mit meiner AS-50. Denn mir juckt es ein bisschen im Triggerfinger, muss ich ja schon ehrlich zugeben. Außerdem liebe ich es, DayZ zu schneiden. Musikuntermalung und so weiter und so fort. Ich finde das im Übrigen grandios, dass ihr dann immer so krass supportet, die Daumen reinknüppelt und sowas. Also ist schon echt, macht Spaß. Dankeschön dafür auf jeden Fall. Auch mal an dieser Stelle kann man ja mal Dankeschön sagen. Mitten auf dem Airfield, komplett unkonzentriert. Ist ja auch nicht so, dass hier hinter jedem Baum irgendwo ein Gegner sein könnte. Nein, nein, nein. Ich höre meine AS-50 schießen. Das dürfte aber allerdings schon wieder auf dem anderen Ende des Airfields oder beziehungsweise auf der anderen Seite des Airfields sein. Ist jetzt natürlich blöd, dass ich extra hier rumgefahren bin. Aber sicher ist sicher. Ich werde jetzt aber das Fahrrad liegen lassen und gucken, dass ich da zu Fuß rüberlatsche. Ziemlich krass, ey. Ohne Witz, diese neuen Gebäude hier auf dem Airfield und so, das erschwert das alles wirklich ungemein. Das ist richtig heftig. Aber hat natürlich auch was Taktisches, ne? Wenn du da irgendwie verschanzt bist und so, macht schon Spaß. Kann nichts erkennen. Da hinten, da ist ein Zombie unterwegs, aber das war's auch. Hallo. Da genau an den Bäumen war gerade etwas. Da ist gerade irgendetwas zwischen den Bäumen gehuscht. Das beobachten wir doch mal. Fresh Spawn. Oh, der trifft sich da mit jemandem. Ey, der Typ in Weiß hat dem anderen in Schwarz meine AS-50 gegeben. Alter, im Ernst? Das ist verflucht nochmal meine AS-50. Scheiße, die sind schon weg. Fuck. Ich bin sehr auffällig mit meiner Kleidung. Zumindest die Hose ist ziemlich hell. Er rennt weg. Ach Mann, ist doch scheiße, ey. Jetzt kann ich ihm nicht instant hinterherrennen, weil da noch irgendwo sein Kollege ist. Boah, Leute, das kann doch nicht sein, dass ich ihn jetzt so knapp verpasst habe. Oh mein Gott. Scheiße. Ah, gut. Mir bleibt aber nichts anderes übrig. Ich muss hin. Niemand zu sehen.
Der ist bestimmt schon weiter runtergelaufen zum Airfield, um da irgendwie random Kills zu veranstalten. Könnte ich mir jetzt so gut vorstellen. Ich meine, ich würde es glaube ich auch machen, hätte ich jetzt eine AS-50 oder so gefunden oder keine Ahnung. Aber es ist immerhin noch meine AS-50. Wie gesagt, ich will sie gar nicht wiederhaben, aber der Typ soll damit nicht rumballern. Darum geht's. Und genau aus diesem Grund werde ich mich jetzt dahin begeben und versuchen, ihn wegzuholen. Freies Feld, immer scheiße. Immer schön zickzack laufen. Wenn er mich zuerst sieht, immer daran denken, er hat eine verdammte AS-50. Mit der Waffe ist nicht gut Kirschen essen, mit der Waffe ist nur gut Melonen zerplatzen. Ja? Von daher echt aufpassen hier. Vor allen Dingen, er hat schwarze Kleidung an, also mein Hauptziel. Und das ist in den Wäldern wirklich kaum zu entdecken. Also, wenn ihr spawnt und ihr habt schwarze Kleidung an, dann ab zum Airfield. Da seid ihr relativ sicher. Ich habe was gehört, ich habe was gehört, ich habe was gehört. Psch, 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 ganz ruhig. Komm schon, bitte schieß nochmal. Verrate mir deine Position. Scheiße. Schieß doch endlich. Meine Hände werden gerade ganz kalt, weil ich voll angespannt bin. Ich meine, hier rennt auch noch irgendwo sein Kollege rum, ne? Das ist ja auch wieder so eine Sache, die man nicht vergessen darf. Und vor allen Dingen dieser Wald, der ist eigentlich immer so dieser Zugangswald zum Airfield. Weil hier bist du wirklich, wirklich gut geschützt. Außerdem ist hinter diesem Wald der Spawnpunkt von einer Stadt. Man kann auf diesem Server Spawnregionen auswählen. Und die umliegenden Städte vom Airfield sind eben halt auch Spawnregionen. Und von daher kommen eigentlich alle durch dieses Waldstück hier. Deswegen bin ich leicht angespannt. Oh, das war ein AS-50-Schuss. Alles klar, der ist näher Richtung Airfield, als ich dachte. Das dürfte laut Klang... Ja, das ist hinter der Mauer ist das. Das dürfte noch hinter der Mauer sein, so Richtung Hangars. Ich hoffe, er ist da alleine. Und hat seinen Kollegen irgendwo zurückgelassen. Oder der Kollege ist schon tot. Wisst ihr, was das Lustige ist? Eigentlich kann der, der gerade mit der AS-50 schießt, ja gar nichts dazu, ne? Aber die beiden kennen sich, von daher ist es mir egal. Die stecken unter einer Decke und es bleibt weiterhin meine AS-50. Meine. So, nach Sound der AS-50 dürfte er hier irgendwo... Oh, tatsächlich, Alter, ist das krass. Nice. Aber ich möchte ihn bitte schallgedämpft ausschalten. Ansonsten locke ich noch andere Spieler an. Ich pirsche mich ran. Denn auf Distanz ist diese Waffe nichts. Ah, noch ein Stück. So. Down. Meine AS-50. Herrlich. So, jetzt gehe ich nur noch kurz gucken, ob der eine Toolbox dabei hat, weil dann nehme ich mir hier das Fahrrad und verpiss mich hier erstmal. Ich habe mal Bock, ein bisschen in Elektro-Action zu machen. Nice, er hat sogar einen Rucksack dabei, dann können... Wow! Wow, wow, wow. Mm, fuck, 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 fuck. Ah, shit! Bein gebrochen, fuck. Hä, warum? Warum habe ich... Normalerweise müsste ich doch hier Dings haben. Oh, Alter. Scheiße, 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 scheiße. Okay, was mache ich? Okay, was mache ich? Okay, was mache ich? Ich würde sagen, bandagieren erstmal. Oh, Kacke, Alter. Das ist aber nicht sein Kollege. Das klingt nicht nach AS-50 irgendwie. Komisch. Take pa- Hä? Moment. Jetzt habe ich Morphin? Okay. Auch nicht schlecht.
Ist also nachgerückt. Anzeige Bug oder so, keine Ahnung. Scheiß der Hund drauf. Auf jeden Fall erstmal verpissen jetzt hier. So. Alter Schwede. Okay, meine Freunde, ich werde mich dann jetzt hier verarzten und dann erstmal ausloggen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten eben halt nicht. Ist natürlich euch überlassen. Bis dahin. Haut da rein. Ciao, sag ich schon mal. Ich werde mir jetzt hier ein Bloodbag geben. Ist mir scheißegal. Eiskalt, Junge. Eiskalt.